Eine schauspielerische Herausforderung, die so schwierig war, dass sie zu Magenschmerzen und einem Anruf bei der Mutter führte? Hier ist die unangenehme Filmszene, mit der Jennifer Lawrence zu kämpfen hatte. Jennifer Lawrence hat sich einen Namen als bodenständige, sympathische Schauspielerin gemacht, die jede neue anspruchsvolle Rolle mit Leichtigkeit zu meistern scheint. Auch wenn die Fans davon ausgehen, dass es ihre Aufgabe als Schauspielerin ist, jede Aufnahme wie ein Profi zu meistern, sind einige Szenen für Lawrence schwieriger als andere. Und wir reden hier nicht von Action-Szenen in Filmen wie X-Men oder die Tribute von Panem. Für Lawrence war eine der schwierigsten Szenen, die sie je drehen musste, die intime Liebesszene mit ihrem verheirateten Co-Star Chris Pratt im Film Passengers von 2016. In dem Film wird Pratts Figur während einer 120-jährigen Reise zu einem neuen Planeten versehentlich vorzeitig aus dem Scheintod geweckt. Pratts Jim beschließt, Lawrences Aurora aufzuwecken und die beiden verlieben sich ineinander, bevor sie sich mit einer Fehlfunktion des Schiffes auseinandersetzen müssen, die das Leben der anderen noch schlafender Passagiere bedroht. Es gibt jedoch eine bestimmte dampfige Szene, die J.Lo vor, während und nach den Dreharbeiten besonders unangenehm war. Lawrence sprach 2015 in einer Gesprächsrunde für The Hollywood Reporter über diese Szene, die eigentlich ihre erste echte Liebesszene war. Sie sagte, dass sie Angst davor hatte, einen verheirateten Mann zu küssen. Ihr Co-Star Chris Pratt war zu dieser Zeit mit der Schauspielerin Anna Faris verheiratet. Ich hatte meine erste richtige Sexszene vor ein paar Wochen und es war wirklich bizarr. Es war wirklich seltsam und alles wurde richtig gemacht. Niemand hat etwas falsch gemacht. Es war einfach eine bizarre Erfahrung. Wie sie mit ihrer Angst vor der Szene umgegangen ist? Ich habe mich richtig, richtig betrunken, aber das hat dann zu noch mehr Angst geführt, als ich nach Hause kam, weil ich dachte, was habe ich getan? Ich weiß es nicht. In einem separaten Interview mit Tess Meyers sprach die Oscar-Preisträgerin darüber, wie paranoid sie war, in einem negativen Licht zu erscheinen. Because like with sex scenes, you don't know what to do. You're like, is it too, is it enough? Is it, but the, right. Your worst nightmare, is it too much? Sie fuhr fort und wies darauf hin, dass es ihr unangenehm war, vor den Dreharbeiten über die Einzelheiten der Szene zu sprechen. You don't talk about it at all. And that makes it so much more uncomfortable. Right. Für Lawrence schien es das Beste zu sein, etwas Wein zu genießen, um die Situation zu verdauen. Ihr Co-Star Chris Pratt sagte laut Vanity Fair bei einer Werbeveranstaltung, dass er vor allem dafür sorgen wollte, dass sich sein Co-Star wohlfühlte. Sie wollte etwas Wein trinken, also haben wir das getan und das war schön. Aber selbst nachdem sie mit den Dreharbeiten fertig waren, sagte Jennifer Lawrence, dass sie sich nicht sicher war, wie die Szene gelaufen war. Schuldgefühle sind das schlimmste Gefühl im Magen und ich wusste, dass es mein Job war, aber ich konnte meinem Magen das nicht sagen. Lawrence war so beunruhigt von der Situation, dass sie sich an ihre Mutter wandte, um sie von ihr beruhigen zu lassen. Ich rief meine Mutter an und fragte, sagst du mir einfach, dass es in Ordnung ist? Ich war einfach sehr verletzlich und man weiß nicht, was zu viel ist. Man will es echt machen, man will, dass alles echt ist, aber dann, ich war noch nie so vulnerabel. Es scheint, dass sich ihre Bemühungen am Ende gelohnt haben, denn Passengers spielte weltweit mehr als 300 Millionen Dollar ein und ist damit einer der profitabelsten Originalfilme des Jahres 2016. Aber die Kritiker waren nicht so freundlich zu dem Film. Das Sci-Fi-Drama hat eine Kritikerbewertung von 30% auf Rotten Tomatoes mit dem Konsens. Ein Lichtblick in den negativen Kritiken war jedoch die Chemie zwischen Pratt und Lawrence auf der Leinwand. Klingt, als hätten sich die Unannehmlichkeiten für das Endergebnis gelohnt.